Man hört ja immer wieder den Begriff Rollwiderstand, wenn es um Autoreifen geht. Aber was dieser wirklich bedeutet, das ist nur sehr schwierig zu verstehen. Eines ist klar, je höher der Rollwiderstand ist, desto mehr Kraft muss aufgewendet werden, um ein Auto fortzubewegen. Und je größer diese Kraft, desto höher der Verbrauch. Ein Praxisversuch von Goodyear soll das einmal veranschaulichen. Dafür sind zwei identische Renault Fluence ZE nötig. Weil die Fahrer unterschiedlich schwer sind und das die Messung beeinträchtigen würde, werden die Autos mit Zusatzgewichten auf das identische Gewicht gebracht. Der einzige Unterschied besteht also nur aus unterschiedlichen Reifen. Und dann geht es los auf einen Testparcours. Immer hintereinander und immer die gleiche Geschwindigkeit. Nach 44 Kilometern durch Stadt und Land war es dann soweit. Zeit zum Vergleichen der Werte. Wir haben jetzt noch eine Restreichweite von 81 Kilometer. Das entspricht einem Durchschnittsverbrauch von 15,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Nach der Beendigung der Testfahrt mit dem rollwiderstandsarmen Reifen haben wir einen Verbrauch von 13,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Die Restreichweite beträgt 86 Kilometer. Also, der rollwiderstandsarme Reifen hat dafür gesorgt, dass das Auto 5 Kilometer weiterfahren könnte. Gerade bei Elektroautos ist das derzeit noch ein wichtiger Wert, weil die Reichweiten noch recht gering sind. Bei einem Auto mit Benzin- oder Dieselmotor würde der Fahrer das aber auch merken, wenn er an die Tanksäule muss. Ein Reifen mit geringerem Rollwiderstand bedeutet gleichzeitig, dass der Spritkonsum nach unten geht. Und bei den heutigen Spritpreisen ist das ein echtes Argument. Wir haben eine Vergleichsfahrt gemacht zwischen zwei Renault Fluence ZE, also Elektroautos, und haben verschiedene Reifen da drauf gehabt und haben mal geguckt, welchen Einfluss das auf den Energieverbrauch des Autos hat und haben festgestellt, dass der eine Reifen 10% weniger Energie des Autos verbraucht als der andere. Die Fahrzeuge sind identisch, das heißt, wir haben das nur über die Reifen erreicht. Wir haben einen Rollwiderstandsunterschied von den Reifen von etwa 30%. Der eine Reifen ist 30% niedriger im Rollwiderstand als der andere, was wir über eine Laufflächenmischung erreichen, über eine sehr spezielle, hochwertige Laufflächenmischung. Informationen zum Rollwiderstand gibt das neue Reifenlabel oder fragen Sie einfach den Fachmann, Ihren Reifenhändler.